Es ist mal wieder Zeit für einen Disney-Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Disney September Haul. Ja, in diesem Video zeige ich euch wieder, was ich geshoppt habe im September. Einiges hat sich so ein bisschen nach hinten verschoben von den Sachen, die ich so in den letzten Wochen, Monaten bestellt habe. Viele Sachen, die ich euch in diesem Haul zeigen wollte, kann ich euch dann erst im Oktober-Haul zeigen. Unter anderem die Bestellung von Cakeworthy, die Halloween-Bestellung, die ich zu Sam nach England geschickt habe. Eigentlich hätte ich Sam in Paris treffen sollen, letztes Wochenende. Aber sie musste ihren Trip verschieben und sie ist jetzt diese Woche da. Das heißt, wir verpassen uns leider wieder. Und genau, und die Bestellung von Bello Shop, Hongkong, meine Geister-Halloween-Bestellung, ist auch endlich mal bei meiner Mama angekommen. Aber meine Mama muss es nochmal hier hinschicken, also an die deutsche Grenze. Das verzögert sich leider auch ein bisschen, deswegen kommt es dann alles im nächsten Haul. Aber ich kann euch sagen, es sind mega geile Sachen dabei. Ich habe auch schon wieder bei Cakeworthy bestellt für Christmas. Die haben jetzt diese Hüte, diese Kappen. Da konnte ich nicht Nein sagen. Auf jeden Fall, das seht ihr dann im nächsten Haul. In diesem Haul ist so ein bisschen was aus dem Disneyland Paris dabei, was Brina mir mitgebracht hat. Ich war ja seit Juli nicht mehr da bis letzte Woche. Also August, September war ich nicht im Disneyland Paris. Im August war ich in Anaheim. Ansonsten habe ich ja was im Outlet geshoppt in Mailand, das zeige ich euch. Und habe eine Riesenbestellung von Get Ready Comics bekommen. Und ich liebe diese Kollektion. Wenn ihr mal auf Instagram folgt, habt ihr auch mein Reel schon dazu gesehen. Und am Ende erzähle ich euch noch so ein bisschen, was in den nächsten Wochen und Monaten so geplant ist. Einiges steht an. Ich bin eigentlich fast ausgebucht bis Ende des Jahres und auch schon im Januar. Da kann ich euch auch noch gleich ein bisschen was teasern. Da freut ihr euch bestimmt drauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Bevor wir starten, wenn ihr mal neu auf meinem YouTube-Kanal seid und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keins der kommenden Videos, was in den nächsten Wochen so geplant ist. Starten wir mit den Sachen, die Brina mir aus dem Disneyland Paris mitgebracht hat. Die war ja im September dort. Und zwar einmal Mike Koslowski als Schulterpuppe. Und ich kommuniziere das nicht oft, aber ich muss sagen, Monster AG ist, glaube ich, schon mein liebster Pixar-Film. Also ich liebe den Film Monster AG, ich liebe Sully, den Humor von Mike und auch das Ende, das zerreißt mich jedes Mal, wenn Sully die Tür schreddern muss von Boo und... Oh, ist richtig traurig, deswegen, also nicht deswegen, aber ich mag den Film sehr und deswegen freue ich mich über die Mike-Schulterpuppe. Das ist nicht alles, warum ich Mike als Schulterpuppe wollte, denn es gibt neue Hüte im Disneyland Paris. Achso, was hat Mike eigentlich gekostet? 22 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Und es gibt neue Hüte im Disneyland Paris und ich bin so froh, endlich Disneyland Paris. Danke, 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 dass ihr mal so geile Hüte, die es in den anderen Disney-Parks auch gibt, endlich auch mal nach Paris bringt. Genau, den Mike-Hut, der ist super flauschig, hat 30 Euro gekostet ohne Jahreskartenrabatt. Ich ziehe ihn mal für euch an. So sieht das Ganze aus. Genau, schöne Deppenkappe, aber schön flauschig, mega bequem. Ja, und dann Mike als Schulterpuppe. Genau, und im nächsten Haul habe ich auch noch einen richtig coolen Blazer bei Vinted entdeckt. Wer meine Stories geguckt hat auf Instagram, hat ihn auch schon gesehen. Also es lohnt sich auch, mir auf Instagram zu folgen. Und da habe ich ein richtig cooles Outfit. Also ja, danke Brina dafür. Und wenn wir schon bei Hüten sind, hat sie mir auch noch den Lotso-Hut mitgebracht. Der kostet auch 30 Euro. Der ist ein bisschen anders vom Stoff. Der ist eher so wie so ein Bademantelstoff und der ist eher so ein bisschen flauschiger. Lotso ist so ein bisschen mehr Bademantel. Aber auch mega cool. Probieren wir natürlich auch nochmal an. Genau, sieht so aus. Ja. Große Liebe für die Hüte. Sehr dankbar. Gibt es auch aktuell noch. Also seht ihr auch in meinem Merchandise-Video, was in den nächsten Tagen online kommt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie ausverkauft sind. Deswegen habe ich Brina gefragt, ob sie mir die mitbringen kann. Und ja,
Das sind so erstmal die Sachen aus dem Design Paris. Ich habe natürlich noch mehr gekauft, als ich jetzt letztes Wochenende da war. Das seht ihr aber auch im Oktoberhaul. Dann war ich ja Anfang September in Mailand mit Dare. Das ist schon gefühlt eine halbe Ewigkeit her, muss ich sagen. Und wir waren im Outlet. Und da war ein Kate Spade Laden und ich habe mir auch was bei Kate Spade gekauft. Denn dort gab es die Susi und Strolch Kollektion. Und ich habe mir einmal den Pullover gekauft. Ich finde ihn so schön. Dieses Dunkelblau mit Susi und Strolch. Hier sind so kleine Kristalle drauf. Und es gab eine Aktion und zwar gab es nochmal 20% auf den Outlet-Preis. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr die Preise aktuell. Ich glaube, der Pulli war dann nur noch so 70 Euro ungefähr. Ja, finde ich schön, kann man auch so einen Kragen drunter ziehen, perfekt fürs Office. Also ja, große Liebe an den Pullover und natürlich musste ich mir auch die passende Tasche dazu kaufen. Genau, es gab auch die große Tasche, es gab auch diese Hundehütte, es gab auch diese Shopperbag, aber ich habe mich jetzt für die entschieden, für diese, ich glaube, die heißen Kamerataschen, dieser Style. Auch wieder dieses selbe Logo wie auf der Tasche. Sie könnte ein Tick größer sein, aber ich finde sie trotzdem super schön. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, der Outlet-Preis war 200 oder so und dann gab es halt noch 20% Rabatt, aber ich weiß nicht mehr genau den Endpreis. Habe ich mir auf jeden Fall im Outlet gegönnt. Kommen wir zu meiner Get Ready Comics Bestellung und ich bin, als ich diese Kollektion gesehen habe, bin ich einfach eskaliert. Ich kann es leider nichts anders sagen. Ich finde sie mega. Es ist einer der schönsten Halloween-Kollektionen, die ich je gesehen habe. Ich hätte sie gerne letzte Woche schon getragen, aber das Paket war in Deutschland. Und als ich einen Tag vor Tag der Deutschen Einheit das Paket abholen wollte, war der Laden, wo ich meine Pakete immer hinschicke, schon zu, weil sie einen Tag vor Feiertag eine Stunde früher schließen. Ja, naja, aber dafür kann ich sie nächstes Wochenende anziehen. Und zwar einmal diese Ohren. Oh. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben, weil sie gibt es auch nicht mehr online, aber sie waren, glaube ich, so 35 Pfund irgendwie so um den Dreh. Und wie gesagt, die Ohren sind leider überall schon ausverkauft. Diese Kollektion gab es ja auch in verschiedenen anderen Shops, aber die Ohren sind, glaube ich, meines Wissens ausverkauft. Die ganze Kollektion leuchtet auch im Dunkeln, also hier die Geister leuchten im Dunkeln. Man kann die Schleife auch abnehmen. Ich mache es jetzt nicht komplett ab, weil die hier noch fest gebunden ist, aber man kann sie theoretisch abnehmen, wenn ihr keine Lust auf Schleife habt. Genau, also einmal die Ohren aus der Kollektion. Es war aber nicht alles. Zu den Preisen, die es noch gibt, die Sachen schaue ich gleich dann nochmal online nach. Ich zeige euch erstmal die ganzen Sachen. Dann die Umhängetasche musste sein. Ihr wisst, ich liebe Umhängetaschen. Vor allem, oh, wie schön ist bitte diese Umhängetasche. Die ist auch relativ groß, also passt auch einiges rein. Hinten habt ihr auch so einen Mickey-Kürbis. Vorne habt ihr die zwei Geister. Wie gesagt, das leuchtet auch im Dunkeln. Und auch hier die kleinen Details mit den Mickey-Sternen. Und auch drinnen mega schön das Design. Dieses Flower Power. Es ist einfach so eine Happy-Kollektion, so eine Happy-Halloween-Kollektion. Macht einfach gute Laune mit den Blümchen und so. Und auch der Gurt hat so kleine Blümchen. Also große Liebe. Und dann gab es auch ein Hoodie, den ich mir auch kaufen musste. Das ist hier der. Und Loungeville hat jetzt generell viele Hoodies rausgebracht. Es gibt auch noch einen Toy Story Hoodie, den ich ganz schön finde. Die fallen sehr groß aus, die sind unisex. Und ich habe die Sachen jetzt in M bestellt. M passt super, weil ich zeige euch gleich noch das T-Shirt. Das andere, was ich habe ja schon mal ein T-Shirt bestellt von Lotso. Das habe ich in L bestellt und das fand ich ein bisschen groß. Also M passt super. Genau, das ist der Hoodie. Mit den Flower Power Ärmeln, mit den Geistern vorne und ihr habt auch in der Kapuze dieses Muster. Mega geil. Vorne steht auch Loungefly drauf. Ach ja, sehr schöne Kollektion. Und dann hat mir Get Ready Comics ein T-Shirt gesponsert. Also die anderen Sachen habe ich alle selbst gekauft. Das T-Shirt von der Kollektion haben sie mir gesponsert. An der Stelle vielen, vielen Dank. Wie gesagt, den Rest habe ich selbst gekauft. Aber auch das T-Shirt in Größe M passt super zu der Kollektion, werde ich auf jeden Fall auch nächste Woche dann tragen im Disneyland Paris. Sehr, sehr schön. Und ihr wisst, ich bin nicht der größte Loungefly Rucksack-Fan, weil die einfach viel zu klein sind. Aber ich habe ein paar Loungefly Rucksäcke. Ich glaube so drei
4 Maximum. Und bei der Kollektion konnte ich einfach nicht Nein sagen. Weil erstmal leuchtet er im Dunkeln. Schaut euch das Süße. Ich bin so ein richtiger Geisterfan, muss ich sagen, zu Halloween. Hier dieses Design, auch meine Bello Shop Hongkong Bestellung besteht ja auch nur aus Geistern. Ich finde diese Geister so süß. Und als Highlight, man sieht es wahrscheinlich nicht wegen dem Licht, was ich jetzt anhabe, man kann den Rucksack auch nochmal zusätzlich zum Leuchten bringen. Ich weiß nicht, ob man's, ich muss jetzt mal den Stecker finden. Wo ist er denn? Mensch, ich habe den letztens... Ah, hier. Genau. Ja, sieht man. Also man kann die... gibt noch mal eine extra Leuchte mit Batterien drin. Und da kann man dann den Rucksack auch zum Leuchten bringen. Ja, musste einfach sein. Große, große Liebe. Ja, ich zeige euch jetzt... ich gucke jetzt mal nach den Preisen. Hat aber auch einen Gutscheincode von einem anderen Influencer. 15% Rabatt. Und viele haben gefragt, zahlt man denn Zoll und wie hoch ist der Versand? Also der Versand weiß ich jetzt nicht, da müsste ich selbst schauen. Aber bis 100 Euro Bestellwert zahlt man keinen Zoll. Und dann über 100 zahlt man dann auch noch Zoll, auch weil die Sachen ja aus England geschickt werden. Ich verlinke euch auch alle die Sachen unten. Wir schauen jetzt mal nach den Preisen. Bis auf die Ohren, glaube ich, gibt es auch noch alles. Ich schaue noch mal. Also die Umhängetasche war 70 Pfund, der Rucksack 85 Pfund, das T-Shirt kostet 35 Pfund und der Hoodie kostet 75 Pfund. Genau, wie gesagt, die Ohren gibt es nicht mehr. Es gibt noch einen Geldbeutel und einen Pin, aber die Sachen habe ich jetzt mal nicht gekauft. Aber sonst habe ich wirklich alles aus der Kollektion, weil ich einfach sehr, sehr, sehr verliebt bin. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar kleineren Sachen und dann war es das auch schon. Ich habe bei Crocs bestellt, aber keine Disney Crocs, sondern so andere Crocs, die ich auch bei einer anderen Influencerin gesehen habe. Und ich fand die irgendwie richtig cool, weil die haben so eine dicke Sohle. Und um den Versand, glaube ich, kostenlos zu machen, habe ich mir noch so Disney Patches bei Crocs bestellt. Ich weiß nicht mehr, was die gekostet haben. Aber einfach nur, um den Versand halt kostenlos zu machen. Und ich habe ja auch ein paar Crocs, dann kann man die da dran machen. Dann habe ich bei, kennt sie vielleicht, bei The Castle Club, glaube ich, heißen sie bei Instagram. Oder nur Castle Club bestellt. Die sind ja auch, also die relativ groß bei Instagram. Und die haben auch einen eigenen Shop, der manchmal aufmacht im Monat. Also ich glaube einmal im Monat oder so. Müsst ihr den folgen und dann announce sie das immer. Und die haben dann immer so coole Prints. Und als Deadpool rauskam, hatten sie auch coole Deadpool-Prints. Und die Sachen sind dann auch endlich mal bei mir angekommen. Und zwar einmal das T-Shirt, weil da ist auch Dogpool drauf. Der Hund aus dem Film. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, ich liebe Dogpool, ich liebe Deadpool. Und hier steht Best Team-Ups Ever. Genau, einmal das T-Shirt. Das habe ich in Größe M bestellt. Das ist auch so Unisex. Und das zweite T-Shirt, das musste einfach sein. Das musste einfach sein. Besties mit so einem Barbie-Design in Herzchenform und Wolverine und Deadpool-Form, so ein Herz. Ich find's, ich love it. Genau, auch Größe M. Ich weiß auch nicht mehr, was die gekostet haben, die T-Shirts. Ich kann auch nicht mehr nachgucken, weil die den Shop aktuell geschlossen haben. Aber verlinke euch gerne unten deren Instagram-Seite. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich liebe meine Follower. Ihr seid einfach die Besten. Eine Followerin hat mir diese Tasche aus Disneyland Anaheim mitgebracht. Vielen, vielen Dank. Ach, gibt ja diesen gab es ja früher mal in den 90ern, habe ich mal gehört. Und haben jetzt ein Revival in den Parks. Gibt es auch in Orlando. Dann steht da hinten halt Walt Disney World drauf. Gibt's mit Mickey, Minnie, Stitch, ich glaube Baymax, aber auf jeden Fall die Klassiker Mickey und Minnie gibt's auf jeden Fall. Hat in Anaheim $45 gekostet und vielen Dank an diejenige, die mir die Tasche mitgebracht hat. Ja, und da passt auch super viel rein, also finde ich mega cool. Das war's. Das ist alles, was ich im September geshoppt habe, aber wie gesagt, einiges wollte ich euch auch in diesem Haul zeigen, aber es verschiebt sich halt wieder, kommt ein bisschen mehr im Oktober. Vor allem halt auch, was, wie gesagt, was Sam mir geschickt hat und was ich vom Bello Shop bestellt habe, plus die Sachen, die ich im Disneyland Paris gekauft habe. Also ja, sind auf jeden Fall ein paar Sachen.
So, kommen wir zum Thema, was ist denn in den nächsten Wochen und Monaten so geplant? Ja, nächstes Wochenende, habe ich ja schon erwähnt, geht es wieder Richtung Paris. Ja, zweimal im Monat Disneyland Paris. Es ist kein komplettes Wochenende Disneyland Paris. Also ich reise Freitagnachmittag an und verbringe das halbe Wochenende mit Brina, Sinan, Daria. Und die kommen dann abends ins Disney Village, dann gehen wir dann in der Brasserie Rosalie essen. Aber ich komme halt schon so gegen 17 Uhr an. Ich weiß noch nicht, wann die ankommen werden. Und wahrscheinlich habe ich dann noch so ein, zwei Stunden im Park. Ich schau mal, werde mir auf jeden Fall neues Merchandise angucken. Ich habe jetzt gesehen, es gibt eine neue Sorcerer-Kollektion und muss noch ein paar Sachen für Moni Zeig mal filmen. Habe aber dafür am Sonntag auch noch Zeit, weil am Samstag gehen wir in den Park Asterix zusammen. Verbringen nur den Tag und abends auch noch das Halloween-Event, wo ich richtig Schiss habe. Ich habe Stories von letzten Jahr, also ich habe letztes Jahr Stories gesehen und ihr wisst, ich bin kein Horror-Fan und ich weiß auch nicht, ob ich in jede Maze gehen werde, weil, keine Ahnung. Das ist so gefühlt von 0 auf 100 und das ist auch mein einziges Halloween-Event dieses Jahr. Ob ich da lebend rauskomme, ist die Frage, aber wenn ich lebend rauskomme, bin ich dann am Sonntag auch nochmal im Park. Die anderen gehen in einen Tierpark in der Nähe mit Vögeln und keine Ahnung. Und ich gehe dann ins Disneyland Paris und werde dann auch noch mal ein paar Sachen für euch abfilmen und den Tag da verbringen bis nachmittags so gegen 5, weil ich dann wieder mit dem TGV zurückfahre. Die Woche drauf bin ich mit meinem Freund in Alicante. Genau, wir fliegen Donnerstag Nachmittag nach Alicante und bleiben dort bis Montag früh, also früh, wir fliegen um 7 Uhr, glaube ich, irgendwas schon los, wieder zurück, damit ich am Montag direkt zur Arbeit kann, weil wir dort unseren Jahrestag verbringen. Genau, unseren 9. Jahrestag verbringen wir in Alicante. Haben noch keine Ahnung, was wir machen werden. Wir haben auf jeden Fall ein Mietauto. Müssen wir uns immer noch beschäftigen, was man so in Alicante machen kann. Wenn ihr schon mal in Alicante wart und Tipps habt, gern unten in die Kommentare. Das Wochenende drauf, am 2. November, bin ich mit Daria im Efteling. Genau, Dans Macabre macht ihr auf am 31. Oktober. Und dann am 2. November bin ich mit Daria im Efteling. Ich fliege schon an Halloween rüber zu meiner Mama. Wir bringen ja dort, ihr habt ja den Feiertag am 1. November, ich nicht. Muss dann noch arbeiten von zu Hause aus. Und dann fahren wir abends dann Richtung Efteling. Übernachten dort eine Nacht und dann geht es am 2. in den Park. Und dann fliege ich am Montag früh wieder mit der ersten Maschine zurück nach Zürich, um dann wieder direkt zur Arbeit zu gehen. Genau, das ist der Plan. Dann sind wir schon im November. Vom 8. bis zum 10. November bin ich wieder im Disneyland Paris, aber am 8. wahrscheinlich nicht im Park, weil ich erst gegen abends ich fliege ja diesmal, im November fliege ich zweimal nach Disneyland Paris. Und ich komme erst gegen Abend an. Ich weiß nicht, ob es sich dann nochmal lohnt, in den Park zu gehen oder ob ich dann direkt ins Hotel gehe. Ich bin auch im neuen Hotel. Möchte da auch ein neues Hotelvideo für euch drehen, ob ich das dann am Abend mache. Und dann die nächsten zwei Tage bin ich auf jeden Fall im Park am 9. und 10., um die Christmas Season für euch abzudrehen, damit ihr dann direkt up to date seid. Und wer mein Christmas Video Update gesehen hat, der weiß, dass es ein bisschen aufgeteilt ist und drei Shows am 16. November noch anfangen. Deswegen fliege ich am 16. November morgens hin ins Disneyland mit der ersten Maschine und abends mit der letzten Maschine wieder zurück, um halt nur die drei Shows zu sehen. Ja, ich weiß, crazy. Aber der Preis war okay, ein Tag hin und zurück. Und genau, also bin ich am 16. November für einen Tag auch nochmal im Disneyland Paris. Dann bin ich am 30. November im Europapark zum Christmas-Start, zum Weihnachtsstart mit Brina und wahrscheinlich Daria, die hat sich schon nicht 100% entschieden. Genau, da werden wir dann im Europapark sein am 30. November. Dann bin ich im Dezember auch nochmal im Disneyland Paris, aber wir wissen noch nicht genau 100% wann, denn es hängt davon ab, wann die Weihnachtsfeier ist, die eigentlich jedes Jahr stattfindet. Also entweder am 14. und 15. oder am 21. und 22. Da schauen wir mal. Also es ist die Inside Ears Weihnachtsfeier, von der ich spreche, die ist ja, die findet ja jedes Jahr statt. Und deswegen, eigentlich ist sie immer an einem Wochenende vor Weihnachten. Also deswegen, ich vermute es 21. 22. Brina denkt 14. 15. Aber wir werden mal, wir schauen mal. Also das ist eher noch nicht so fest, welches Wochenende wir da sind. Und dann geht's mit meinem Schatzi, also dann ist erstmal Weihnachten, da bin ich bei meinen Eltern.
Und dann geht es am 27. Dezember mit Schatzi nach Phuket. Genau, wir machen Urlaub über Silvester in Thailand und da freue ich mich auch so sehr drauf. Wir bleiben bis 8. Januar. Am 8. Januar fliegen wir wieder zurück aus Phuket. Also über Neujahr einmal Phuket, da bin ich auch sehr gespannt. Wir sind in der Nähe von Patong Beach, haben da unsere eigene Villa. Wir sind Selbstversorger, werden auch einen Mietwagen haben und ja, ich freue mich sehr drauf auf den Urlaub. Und dann, ja, komme ich am 8. Januar wieder zurück und so crazy wie ich bin, wenn ihr die News-Videos gesehen habt, wisst ihr, dass am 10. Januar die neue Abendshow startet im Disneyland Paris mit Feuerwerk und Drohnen. Und da ich ja dann eh noch frei haben werde, die 2 Tage, fahre ich doch einfach weiter nach Disneyland Paris. Das heißt, am 9. Januar direkt morgens mit dem ersten TGV fahre ich wieder weiter nach Disneyland Paris und bleibe bis zum 11. Januar, weil ich dachte, okay, am 12. den Sonntag muss ich noch ein bisschen recovern, vielleicht Koffer auspacken, Wäsche waschen oder so. Und genau, und das, die 2 Tage verbringe ich tatsächlich mit Sam. Ich weiß, ihr mögt Sam, ihr fandet die Vlogs mit ihr total cool. Und da habe ich Sam gefragt, du, möchtest du vielleicht die 2 Tage dann oder 3 Tage mit mir zusammen verbringen? Wir haben ja letztes Jahr auch schon die Electrical Sky Parade zusammengeschaut im Januar bei der Premiere. Und es war auch ein richtig cooler Abend. Da habe ich einfach gefragt, du, Sam, sollen wir nicht einfach zusammen die Tage verbringen? Und das haben wir jetzt gemacht oder das machen wir. Und wir übernachten tatsächlich im Hotel New York die Art of Marvel für 2 Nächte. War relativ okay der Preis. Im Januar sind die Preise ja gut in den Disney-Hotels. Und deswegen haben wir gesagt, okay, übernachten wir im Hotel New York. Und da haben wir beide schon länger nicht mehr drin übernachtet. Ich habe ja bisher nur eine Nacht mal da drin übernachtet. Deswegen, ja, gönnen wir uns mal das Hotel New York. Also bin ich vom 9. bis zum 11. Januar im Disneyland Paris für die Premiere der neuen Abendshow. Ja, und danach habe ich bisher noch nichts geplant. Aber ich würde sagen, ja, bis dahin bin ich ja eigentlich komplett ausgebucht. Zwischendrin muss ich ja noch meinen Schatzi sehen. Ne? Genau, also das war's so mit der Planung. Jetzt habe ich auch ganz schön lange über die Planung gesprochen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.